machen wir schon das nächste Video beim weiteren Part. Ich schließe die Tür auf. Wartet kurz. Ja, Johann. Falls ihr auch nicht. Hat euch jetzt freut, dass ihr ein bisschen was von mir gesehen habt. Herzlichen Glückwunsch. Aber für die Leute, die es nicht wussten, wir haben auch einen Relive-Kanal. Steht einfach, wenn ihr auf unseren Profil geht. Beim großen Bild unten dran. Steht rein, unser Relive-Kanal. Und ich habe jetzt übrigens eine richtig, richtig gute Position gefunden, wie ich die Kamera stellen kann. Damit ihr so ein bisschen mehr erkennt. Also, dass es nicht ganz so hell ist. Und das würde ich jetzt immer so machen. Also, wenn ich so spiele. So, mach mehr Essen, so viel es geht. Erst dann ist es wieder mal. So, jetzt. Ich bin gekrümmt. Ganz links. Okay. Ich bin links und der andere Gute ist rechts. Drückt doch schon. Man sieht mal hier. Ach du Scheiße. Komm mal. Oh. Mein Auto tut schon ein bisschen weh, Leute. Habe ich ja Watch Dogs rausgekommen, Mann. Das werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen. Aber er stand in 3 Monaten. Ich schätze, ich auch schon bei den Männern an. Immer weiter. Oh mein Gott. Mein Arm tut so schrecklich weh, Leute. Ja, es hat sich gelohnt. Oh, mein Gott. So, lokales Spiel, Castle Crasho. Und das werde ich auch mal mit Mika spielen. So, jetzt sind wir hier an der Karte. Hier geht's weiter mit dem Barbarenkrieg. Hier gibt es den Bergfried, Heimatschloss und hier gibt es einen Schmied und Arena des Königs. Arena des Königs ist, kann ich alleine oder alleine bist, gegen Monster kämpfen und wenn du einen Kumpel dabei hast, gegen ihn kämpfen. Boah, Junge, jetzt flimmert der Bauch. Naja, wir gehen erst einmal zum Schmied, weil hier geht's um Kompass. Wir brauchen 3 besondere Teile, damit wir mit dem Hafen weitermachen können. Die Richtung Wüste. Oh, Spoiler. Hier gibt es später noch so Pets. Ich weiß, wo ein paar sind. Wenn wir hier reingehen, in den Frosch, dann sehen wir hier unsere bisher gesammelte Waffe und könnt ihr jederzeit tauschen. Also ich momentan nur eine habe. Oder ist nix. Okay, wir verpissen uns wieder. Oh, hey, hi. Ui, yo. Ach komm, jetzt direkt. Ich soll gerade eine Attacke machen, wo ich hier später kriege. Ja, cool, den schlau. Komm her. Ihr wollt uns besiegen? Tja, dann müsst ihr erst an mir vorbei. Alte Beule. Ja, ich habe so eine neue Kombo, und zwar AA. Da kriege ich einmal die Luft und schlage ihn an. Die können wir später noch sehr, sehr gebrauchen. Babau. Ja, ich spiele das Ganze natürlich auf den Xbox. Hätte gedacht. Nein, ich nicht. Komm her, verreck. Verreck. Komm, jetzt. Mein Lieblingsspiel. Wer Part an sich gesehen hat, das war mein Lieblingsspiel. Gute Part. Meine Part heißt sogar mein Lieblingsspiel, aber egal. Aua, der hat einen Bogen. Ich hab dafür Magie.
Später treffen wir auch noch auf Feuer. Also, so Feuertypen, die kommen auf Feuer. Da hilft meine Magie-Serie richtig wenig. Aber das Doofe ist, zu dieser Zeit, also wo die Dinge kommen, ist meine Magie so gut, dass meine Magie besser ist als jede Waffe. Heißt, ich möchte hier unbedingt da meine Magie einsetzen. Aber da es auch Feuermagie sind, nützt mir das einfach gar nichts. Meine Waffe ist auch schlecht dann. Das wird also sehr, sehr schwer. Haben wir sogar im Korb ziemlich verkackt. Birne. Essen tut mein Leben wieder auffüllen. Das hier ist so ein Räuber. Der hält nur mehr aus. Schossen kann er, glaube ich. Nix, doch. Ja, die meisten Räuber haben Bogen. Okay, was heißt, ich glaube, alle haben Bogen. Meine Barbaren hat irgendwie bei so richtig vielen Horden nur einer. Sagen wir jede zehnte. Aua! Aua! Das mag ich nicht! Achtung, kleiner Spoiler. Hier gleich bekommen wir auch einen Bogen. Boah, Junge, jetzt so... Mano! Aua! Hoppla! Hoppla! Das mag ich nicht, wenn ihr immer so. Oh, der war gerade weggegangen. Cool, sag ich, Bogen, jetzt kann man hier einfach bau. Mit B kann auch RB. Also hier kann ich meine Gegenstände durchswitchen. Und auf B kann ich dann schießen. Oder halt beziehungsweise mein Gegenstand verwenden, den ich gerade ausgewählt habe. Wurde auch im öden Kopf angezeigt, was ich gerade ausgewählt habe. Oder oben links. Das sieht wahrscheinlich gar nicht. Bau! Jo, Level 3, ja. Das ist ja schön, wenn man alleine spielt, da muss man nicht immer die Gegner den anderen lassen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Mika ist erst so, ich bin mit eingestiegen, als ich schon Level 7 oder so war. Und dann war ich halt schon sehr Level, also sehr hohes Level, dann habe ich immer einen Gegner getötet, dann hat Mika immer rum, ich sage es mal, das ist nicht ernst gemeint, da hat Mika so rumgeheult. Da hat die ganze Zeit gesagt, nein, lass mir die Gegner runterfahren. Warum hast du denn getötet? Ich lasse dir ja jetzt, das ist meine 100. die nicht, du lass mich auch mal töten. Wow. Boah, Junge. Die Kombo, Dicke. Nee, wo statt rot, wo was los? Ach, wie viel Text von Tal. Ja. Yeah. Wow. Wow. Okay. Er ist verreckt. Boah, Junge, warum flackert das hier euch so? Tut mir leid. Jetzt kommt hier so ein Boss. Der ist noch harmlos. Später, also vielleicht war es schon schwer, aber später kommt noch ein viel härter. Also für unser Level. Wie gesagt, früher haben wir den... innerhalb von 10 Sekunden wäre gemacht, der einen viel, viel härteren Boss. Also wohl halt hohes Level waren. So, und jetzt zeige ich euch hier einen kleinen Trick, wie man diesen Boss ganz leicht besiegen kann. So, wenn ihr in der Luft seid und jemanden schlägt, dann könnt ihr in der Luft bleiben. Also wenn ihr in der Luft jemanden schlägt, dann kommt ihr, dann sinkt ihr nicht. Genau das könnt ihr hier ausnutzen. Ihr könnt hier anspringen und immer X drücken. Also ihr sinkt schon, aber nur ein bisschen. Ist einfach an die Seite und immer drauf X. Immer X spammen. Aua, der hat mich überfahrt. Wieso machst du so was? Mann. Oh nee, Mama, hilf mir noch mal. Nee, wee. Hey, du willst geil, du willst geil. Ach du Scheiße. Wow. Oh. Hey. Zombie. Oh ja, nachher auch, wenn man den anderen, härteren Boss besiegt, dann wird's so geil. Dann liegt so eine Schatztruhe auf den drauf. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Wenn man den härteren Boss besiegt, dann fällt eine Schau, Heidewitzka, dann fällt eine Schatztruhe auf ihn drauf. Und die muss dann aufschlagen, da kommt dann so auf den Teil raus. Und als ich das mit Mika gezockt hatte, immer so, komm, wir machen Hälfte-Hälfte. Du kriegst das und ich krieg das. Und da habe ich immer viel, viel weniger bekommen. Ja.
Au. Ja, okay, was heißt immer? Manchmal doch eher weniger bekommen. Ich habe noch nicht wirklich viel weniger bekommen, aber ich immerhin weniger. Aber wenn man ein Gebiet abgeschlossen hat, dann kommt immer so seine Statistik, wie viel er getötet hat in dem Gebiet, wie lange er gebraucht hat dafür, also bis das Ganze zu machen. Neue Kombo. Sprint. Das bedeutet, wenn man lange in eine Richtung läuft, dann sprint man automatisch. So kann man auch rennen. Und dann X. Warte, das kann ich ja machen. Und BAU! Also ich mache das so eine Rammattacke. Und wenn ich Sprint und Y mache, okay, dann roll ich mich sofort. Okay. Also ja, dann hatte ich zwar immer, also in den Ad-Stats, da steht auch, dass ich viel Geld mal verdient hat in dieser State, in diesem Gebiet. Und, alter Junge, lass mich doch, ich will da was erklären. Ihr habt einen Bogen, das nervt. Ja, da steht auch drauf, wie viel Geld man hat, dieses State, also bekommen hat. Und da hatte ich immer mehr Geld als Mika, obwohl er mehr Gegner getötet hat. Ich habe mal mehr Erfahrung bekommen, als er, obwohl er mehr Gegner getötet hat. Und das wundert mich sehr. Komm her, Freck. Ich werde ihn zerreißen. Naja. Oh, Junge. Sniper. Sniper Skill. Wow. Snapper ist gleich 0. Er braucht schon Skill, meine Freunde. Aua. Meine Freunde sind Magie und Bogen. Also meine Freunde. Ich habe ein Schild. Schild, das müsste ich auch öfters einsetzen. Weil Schilde sind ziemlich stark. Gut, ich block einfach mal. Es blockt einfach jeden Schaden, den ich bekomme. Außer dem von Bösse. Sonst blockt es jeden Schaden. Kann das sein, das greift mich immer von hinten an, aber... Oh nee, oh Gott. Komm, traurig. Man kann auch direkt, also ich kann jetzt LT gedrückt halten und dann gleich X drücken. Ich muss LT nicht loslassen, wenn ich schlagen will. Heißt, ich kann einfach dauerhaft blocken und angreifen. Und das ist auch cool. Ja, hier muss man sich reinprügeln. Lass mich rein! Lass mich rein! Ja. Yeah. Jetzt kommt die Brücke. Und ja, die Ringe hier. Also die Hintergrund sieht zumindest mal so aus. Das flimmert sehr wohl. Das tut mir leid, Martin. Das tut mir leid. Aua. Jetzt habe ich gerade in die Kamera geguckt. Boah, nee. Boah, krass. Einige der Scherben. Boah. Bin ich jetzt tot? Ja. Oh nein. Das möchte ich von da hinten erfahren. Das erfährt ihr in der nächsten Folge von Castle Crasher. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder einen Daumen. Am Ende ist es richtig gut. Gefallen hat, dann wäre ein Abo ziemlich nett. Und ja, ich reibe mich gerade im Auge. Tut mir leid fürs Laggern. Muss mal gucken, was ich dagegen machen kann. Einfach ein Negativ aufnehmen. Das wär's. Naja, gut. Tschüss.